Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Skyrim in dem Falle. Und dieses wird das erste Video sein, nicht aus der Let's Play-Reihe, die bald kommt, sondern das erste Mod-Talk-Video in dem Falle. Jawohl. Und zwar wollte ich ein paar Mods, die ihr bald im Let's Play kennenlernen werdet, oder öfter sehen werdet, sagen wir mal lieber so, ein bisschen vorher erklären. Nicht, dass Leute noch völlig verwirrt sind, wenn sie diverse Anzeigen im Spiel sehen. Jawohl. Da habe ich erstmal so eine kleine Liste gemacht von den wahrscheinlich offensichtlichsten Mods, beziehungsweise, naja, auch weniger offensichtliche, aber ich denke, die sind relativ wichtig. Fangen wir erstmal oben an, nämlich mit Andromeda, Unique Standing Stones of Skyrim. Mehr oder weniger sind diese ganzen Standing Stones, ja, ich habe das Spiel zwar auf Deutsch gestellt und alle Dialoge sollten eigentlich auch auf Deutsch sein, allerdings, Standing Stones, wie heißen Dinger normalerweise dann? Ah, Kriegerstein, gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gut, dass ich das jetzt weiß. So, aber der Punkt ist, diese ganzen Teile haben jetzt eben neue Fähigkeiten bekommen. Oder neue Buffs, die wir kriegen. Einen, den ich schon mal genommen habe, wird der hier eben vom Schurken, der, also der Diebesstein, wie er auch genannt wird. Und wenn ich jetzt draufklicke, kriege ich natürlich erstmal eine andere Anzeige hier, aber hier oben. Hinterhalt, weißt du, nach dem Motto, der Schaden von hinterhältigen Schleichangriffen wird eben erhöht. So viel zum Thema, schau mal, das gab es vorher nicht, weil vorher gab es nur den Effekt hier drunter, dass man nämlich einfach nur mehr Erfahrung kriegt für die Diebestalente. Allerdings ist das nicht genau das gleiche, weil vorher mal, glaube ich, 20% gekriegt und hier das sind nur 10%. Mhm. Und natürlich kann man nur einen dieser Segen haben, natürlich kriegen wir beide Effekte daraus. Und sollten wir auf den wahnsinnigen dann gekommen sein, alle diese, ich sag jetzt mal Standing Stones zu finden, dann gibt es sogar noch einen dritten Effekt für jeden Stein extra dazu. Einen versteckten Effekt, möchte ich beinahe sagen, ja. Und ich glaube, ich lasse den aber jetzt, den ich vorher habe, denn mein Let's Play wird eher Richtung des Magiers gehen. Und das habe ich tatsächlich schon mal genommen. Heißt mal in Worten, meine Zauber- und Schriftrollen werden jetzt verbessert, also effektiver werden sie. Und ich kriege mehr Erfahrung, wenn ich eben Magier-Talente benutze. Macht Sinn, macht Sinn. Mal gucken wir nach, was das dritte ist, weil ich habe die dritte Version jeweils mehr oder weniger ignoriert, weil dachte ich mir, ich muss das ja nicht auswendig lernen. Ja, aber das lasse ich erstmal so stehen, weil das habe ich nämlich schon eigentlich aktiviert. Wobei, wir können es nochmal aktivieren, nur mal was können. Ja, und die Animation ist mehr oder weniger schon wie gehabt. Gut, das wäre der erste Mod und gehen wir recht nämlich weiter mit, am besten, ich muss einfach nur rausscrollen dafür. The Armor of Intrigue. Ja, in dem Falle wäre das eine modulare Mail Armor from The Witcher 2. Also, ne, The Witcher 2. Serie. Und zwar ist das so eine Art rumbastelbare Rüstung. Heißt man, ich muss die tatsächlich beim Schmied mir bauen lassen oder selber bauen. Und dann kriege ich auch kleine Effekte, wenn ich eben gewisse, ich sag jetzt mal, Bonus-Klamotten hier installiere. Zum Beispiel diese Dietriche, die ich an der Seite da habe, die geben mir einen Bonus zum Schlösser öffnen, genauso wie dieser Meisterschlüssel-Set quasi auf der anderen Seite. Die, die man jetzt unten im Bildschirmrand so ein bisschen sehen kann. Ausgezeichnet. Und da kann man auch jede Menge mehr Zeug mit anstellen und natürlich separat verzaubern, deswegen finde ich das sehr cool. Eine Sache, die wir hinten drauf sehen, auch wenn ich sie nicht auf der Liste habe, sage ich mal gerade noch so, ja, wir haben natürlich auch Möglichkeiten hier Capes zu schleppen. Die brauchen wir unbedingt, nämlich, da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Punkt, nämlich Campfire and Frostfall habe ich installiert. Jawohl, das heißt, wir können, wenn wir jetzt meinen, wir müssten durch kaltes Wasser schwimmen, könnten wir nicht nur nass werden, das ist normal, denke ich mal. Ich meine, zumindest mit den Mods ist es jetzt normal. Und wir können dadurch eben auch erfrieren mit der Zeit. Ja, und um das zu verhindern, dass uns das passiert, können wir eben irgendwo auch geschickterweise, ja, da sehen wir es auch gerade, dass nämlich noch ein anderer Mod, der aufschlägt. Nämlich, dass ich auch schlafen muss und essen und trinken muss zwischendurch. Ansonsten gehen meine ganzen Stats ziemlich in den Keller. Aber nur mal für Spaß. Angenommen, ich will jetzt mich irgendwie aufwärmen gehen, weil ich meine, ich müsste durch Gletscherwasser geschwommen sein. Da gehe ich mal gerade locker hier hoch und wahrscheinlich kommt mir wieder so ein Schurke entgegen, der mich abmurksen will. Weil ich nämlich noch nie hier war. Wie machen wir es am besten? Ah, du siehst mich aber schon. Das ist ein bisschen doof. Ah, das ist auch ein bisschen doof. Oh Gott! Oh, das lief super. Besser als geplant, würde ich beinahe sagen. Geschickt hier von Lydia ausradiert. Wobei auch sie, wie ihr schon seht, sie trägt nämlich auch gewisse neue Rüstsets, die es im Spiel gibt. Nämlich das sind, wie sagt man so schön, Immersive Armor Sets habe ich extra mal hinzugefügt. Das war also ein riesen Haufen an neuer Rüstung haben, die aber effektiv genauso sind, wie die wir vorher im Spiel hatten. Weil ich wollte jetzt nicht irgendwie fuddeln gehen mit den ganzen Mods, sondern es soll halt nur ein Quäntchen anderen Effekt haben am Ende des Tages. So, tun wir mal ganz kurz hier ein Lagerfeuer aufbauen, was offensichtlich hier gerade nicht existiert. So, jetzt müsste ich es noch platzieren.
ja, mach das mal hier hin. Gut. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur den Rest zusammentragen und dann könnte ich das Ding anmachen. Versuchen wir es mal gerade. Ja, benutzen. Jupp, jupp, jupp. Brennstoff hinzufügen. Ja, wir müssen erstmal irgendwas haben. Ja, macht Sinn, macht Sinn. Am besten irgendwelche Klamotten, die nicht zur Alchemie gehören. Danke dafür. Nehmen wir mal... Oh, komm, wir können auch Zwergenöl verknallen. Nehmen wir mal Zwergenöl. Ja, nimm das mal. Und dann benutzt mal Feuermagie, um es anzuzünden, weil ich faul bin. Ja. Das mit dem Stein dauert mir nämlich zu lang. So, nach kurzer Zeit... Oh, ja, ja, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Tun wir noch ein bisschen Holz hinzuwerfen hier. So, Lagerfeuer. Und jetzt könnte ich auch kochen daran, wenn ich wolle, weil es tatsächlich als Original Feuer zählt. Ausgezeichnet. Tue ich ein bisschen was kochen gehen. Yep, kochen wir auch das hier noch gerade. Und das Gute ist auch, dieses Feuer würde mich jetzt auch warm machen, wie man es nämlich an dieser Anzeige, die wir gerade sehen, jetzt gerade erkennen. Oben links als auch, man kann sagen, oben in der Mitte, das ist mehr oder weniger, wie, man könnte beinahe sagen, wie sehr das Wetter um mich herum gerade stattfindet. Wenn die Anzeige auf 0 geht, dann habe ich eh ein Problem. Aber ja, wie ihr schon seht, jetzt gerade links oben konnte man den Balken erkennen. Das heizt mich doch halbwegs gut auf, das Feuer. Ausgezeichnet. Wenn der Balken blau sich füllt, dann bin ich am Verfrieren. Und wenn der weggeht und leer ist, dann ist eigentlich alles gut. So, das wären also hier die Klamotten. Natürlich kann ich auch ein Zelt immer noch hier hinbauen, wenn ich meine, aber das muss glaube ich, hier nicht sein. Was aber wichtig wird tatsächlich, das Zelt bietet einem tatsächlich Schutz gegen Wind. Und was nämlich auch noch ein Effekt ist, der mich sonst erfrieren lässt. Gut, aber das wäre jetzt hier die Geschichte. Tun wir es mal mit abreißen hier. Machen wir alles weg. Genau, erst aus und dann... Schups. Feuer erfolgreich entfernt. Das Gute ist, ich könnte theoretisch auch stehen lassen und nach wiederkommen, wenn ich irgendwo meine, ich müsste fies schwimmen gehen und dabei mich völlig unterkühlen. Also das wäre schon mal ein Effekt, der dabei ist. Wunderbar. Wir haben hier einen Audio-Overhaul im Spiel. Jawohl, also diverse Sounds sind komplett überarbeitet worden. Deswegen zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Waffe ziehe, dann mal zum Beispiel hier... Dolch. Habt ihr es gehört? Ja, fast nichts. Normalerweise hört man dieses Schingengeräusch, wenn ich das ziehe. Ist alles weg. Ist alles weg. Braucht man nicht unbedingt. Ist ein bisschen überzogen. Und das Coole ist auch, ich habe jetzt so einen Drachendolcher in der Hand. Den habe ich tatsächlich vom Schmied anfertigen lassen. Auch ein Mod, den ich nicht auf der Liste hatte, fällt mir gerade ein. Aber wie du auch gerade sagst. Und das Coole ist, den kann ich sogar dann aufwerten lassen, anderweitig irgendwo. Und verzaubern tue ich ihn selbst, weil ich ja Magier spiele. Jetzt kommen erstmal irgendwie die Wölfe da oben. Wahrscheinlich. Wenn mich zukommen. Nicht schon wieder. Ja, vielleicht darf ich mal kurz gucken. Der Wolf ist übrigens Level 2. Beide waren Level 2. Und wenn ich mal ganz kurz gucken gehe. Mein Charakter ist Stufe 30. Jetzt wird der eine oder sagen, Moment mal. Hier geht ja was gerade nicht mit rechten Dingen zu exakt. Nämlich dafür ist Moral Loot im Spiel. Nicht nur, dass jetzt gewisse Loot-Gegenstände anders verteilt worden sind. Oh ja, ein Auge vom Wolf, wichtig. Sondern eben auch Level sind jetzt fest im Spiel. Das heißt, mal Worten, ich könnte hier, keine Ahnung, mit Level 50 vorbeikommen nochmal und die sind immer noch Level 2. Tatsächlich, das Level-Scaling ist raus. Jetzt würde ich sagen, das ist ja völlig easy dann, das ganze Spiel. Dafür sind die meisten Gegner jetzt aber schon Level 50 plus, wenn es um etwas bessere Dungeons geht. Das heißt, mal Worten, wenn irgendwo so ein, keine Ahnung, genau, hier oben, das beste Beispiel, hier oben. Jeder kennt bestimmt, der Skyrim gespielt hat, diese tolle Ecke da oben. Wir sind ja hier gerade in der Nähe von sozusagen dem allerersten Quest-Dungeon, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt gerade die Banditen aus der einen Höhle jetzt ignorieren will. Aber ja, da oben dieses, wie hieß es nochmal gleich? Ödsturz-Hügelgrab. Das ist ein toller Name. War der wirklich schon immer so ein Deutsch? Weil ich habe sonst immer in Englisch gespielt, deswegen ist er für mich sehr irritierend teilweise, die Namen. Aber ja, der Endgegner hier war Level 45. Der konnte mich schief angucken, da war ich tot. Weil er mit seinem zweihändigen magischen Schwert mich absolut zerlegt hat. Das war ein unfassbares Rumgegimpe, bis er tot war, aber wir haben es geschafft irgendwie. Also ich habe es irgendwie am Ende geschafft, wir waren ja nicht zu zweit, weil Lydia kam ja erst später dazu. Aber wie ich auch sage, wenn man erst natürlich Begleiter hat, wird das Spiel wieder einfacher. Aber wenn man richtig sich die Sache einfach machen will, man kann dann, wie war es, Barbas mitschleppen. Dann hier die eine Vampir-Kollegin aus der einen Expansion und sie hier. Und plötzlich hat man drei Begleiter, man guckt nur noch zu. Aber das wollte ich jetzt auch nicht machen, das wäre ja auch wieder gefuddelt in meinen Augen. Wie dem auch gerade sei, geh mal lieber die Liste schnell weiter durch, weil wir haben noch was anderes heute vor am Ende des Tages. Der Kampf ist ein bisschen überarbeitet worden. Mortal Enemies ist nämlich installiert. Und Mortal Enemies, als auch natürlich Wildcat, tun in gewissem Grad die Sachen schon deutlich verändern. Wie ihr seht, sonst so die NPCs haben übrigens den Original-Skin behalten. Mit Ausnahme, hey, die Jungs, die haben alle ein Cape bekommen oder teilweise auch einen richtig fetten, naja, so einen Umhang, wie ich ihn halt habe, ne? Damit es besser aussieht. Macht Sinn, macht Sinn. Hat mein Sohn Sven schon gebeten, am Krieg teilnehmen zu dürfen?
Nicht schon wieder. Okay, ich gehe lieber weiter. In dem Fall. Ja, wie gesagt, das Spiel ist sonst komplett in Deutsch. Ich habe mit einer Ausnahme, ganz ehrlich gesagt, mit einer einzigen Ausnahme, weil, jetzt gehen wir ganz kurz aufs Menü ein hier, weil, wie ihr seht, ich habe da auch ein paar andere Mods installiert, die nämlich hier die Sache alles ein bisschen umdesignen, also so ein Papierlook eher. Und wenn ich jetzt mal gerade gucken gehe bei Inventory, hier die ganzen Sachen zum Beispiel, die sind zum aller größten Teil, zumindest jetzt in Waffen geht, das sind alles deutsche Bezeichnung, wo ich sage dann Daumen hoch. Also Stab des Kettenblitz. Ja, wunderbar. Also alles gut. Bis ich natürlich zum Thema dann komme, Essen im Spiel. Warum auch immer. Ich habe es ein paar Mal hin und her was probiert. Das ist jetzt alles Englisch. Ja. Ich weiß nicht, warum es passiert ist. Ich weiß nur, dass nach 40, 50 Mods, die ich hintereinander installiert hatte, plötzlich das Englisch wurde und die Hälfte meiner deutschen sprachigen Items nicht mehr funktioniert haben. Und ich habe das auch schon versucht, rückgängig zu machen, ohne jeglichen Erfolg. Und wisst ihr was? Vorher war die Liste eh nicht komplett deutsch, da war die Hälfte deutsch, die andere Hälfte war englisch und jetzt ist es halt komplett englisch. Aber im Ernst, das Essen hier, oh ja, das sollte ich auch mal gerade erklären. Ich habe ja auch Mod installiert, dass ich eben essen und trinken muss zwischendurch. Heißt mal, da gibt es extra Wasserschläuche, die ich da schlübbel gehen soll. Und natürlich auch extra Essen. Lass mich kurz gucken, ich müsste mich noch Essen tatsächlich dabei haben, was tatsächlich nicht. Hier, goldener Apfel, darf ich überhaupt essen? Nein, dann wird er mich nämlich sagen, hey, den kenne ich gar nicht, deswegen, das ist alles ein bisschen zerschossen, weil hier das tatsächlich dieses Safe gerade nämlich immer wieder in gewissen Abständen weiter gemoddet worden ist. Und hier das sollte eigentlich funktionieren, tut scheinbar es auch. Gut, gut zu wissen, gut zu wissen. Und da oben seht ihr schon, oh, jetzt bin ich wieder voll gesättigt, alles ist gut, ich müsste ein bisschen noch mehr trinken und wahrscheinlich bald wieder schlafen, weil sonst gehen tatsächlich meine... Okay, ich bin noch müde und angeblich habe ich noch, muss ich noch was trinken, irgendwas trinken, irgendwas... Ach komm, wir nehmen noch weiter Wasser. Komm hier, komm. Der Witz ist, ich kann auch nicht aus diesem Fluss einfach saufen gehen. Wer weiß, wer da sonst alles reingeschifft hat. Das geht leider nicht. Ich müsste tatsächlich extra einen Brunnen finden, irgendwo, damit das funktioniert. Ja, das Einzige, was ich gelassen habe, sind die Charaktermodelle. Aber im Ernst, am Ende des Tages macht das nicht zu viel aus, finde ich persönlich. Und dafür ist mehr oder weniger fast alle andere Texturen im Spiel ersetzt worden. Sei es nur von Gebirgen, sei es von Bäumen, sei es von der Straße, sei es von... Eigentlich von allem außer den NPCs, die hier rumlaufen. Also zum Beispiel der Moose, der Hirsch, whatever du bist. Was bist du? Okay, du verrätst mir nicht. Egal. Also die haben auf jeden Fall die Texturen großteils behalten. Aber auch selbst die Klamotten von den NPCs. Oh, meine Fresse. Okay, da hacke ich schon mal gerade um. Also Level 2. Wo kommt ihr denn her? Nur ein einfacher Pinsel lässt sich umzingeln. Genau. Das Schöne ist natürlich, wenn wir jetzt eben aufleveln würden im Spiel, mit der Zeit wären wir dann endlich auch mal so gut, dass wir den Standardgegner überhaupt gegenübertreten können. Denn hier die Wölfe, die Level 2 sind, wenn wir hier Anfängliche vorbeilaufen, ohne Rüstung, ohne gescheite Waffe, die machen ganz schön Aua auf einen, muss man sagen. Die machen wirklich unverschämt viel Aua auf einen. Und, aber das soll uns nicht weiter irritieren. Geh mal kurz mal leider auf der Wildliste durch, bevor ich was völlig vergessen hier gerade. Aber ja, humanoide Gegner zum Beispiel, die uns angreifen, blocken zum Beispiel sehr gerne jetzt. Und sollten wir auf die Idee kommen, gerade anzugreifen, und die greifen uns dann auch an. Wer einem zuerst trifft, der macht Bonusschaden dummerweise. Also muss man sehr aufpassen bei der Geschichte, die jetzt momentan am Laufen ist. Es kann wirklich sein, dass ein billiger Schurke, der hier Level 9 ist, könnte mich immer noch locker killen, wenn ich zum Beispiel gerade am Rumzaubern bin, weil er macht dann extra Schaden auf mich. Ja, all diese Sachen sind installiert. Ich muss sagen, sieht gar nicht verkehrt aus. Ist so optisch nicht verkehrt. Ist auch ein Stück weit ein Testvideo, das letzte, was ich mich machen wollte hier vor, ob das überhaupt aufnahmefähig ist, was ich hier alles gerade habe, oder ob der Rechner quasi in absoluten Lags versinkt, möchte ich beinahe sagen. Aber ja, schleichen wir mal hier durch. Wie ihr seht, auch das Gras ist überall sehr vertreten. Da ist auch extra Mod für installiert worden. Nein, gehen wir direkt weiter mit... Ach ja, Noble Skyrim ist installiert worden. Das ist eigentlich so ein riesengroßer Modpack, der eigentlich mehr oder weniger alle Texturen von Häusern, Landschaften, Gegenständen, alles mögliche austauscht. Damit alles ein bisschen nicer aussieht. Sagen wir mal so. Sagen wir einfach mal gerade so. In dem Zusammenhang gerade übrigens, weil ich ja jetzt Essen, Trinken, Schlafen und so weiter mache und vor allem Wetter mich platt machen kann, ich habe auch extra Mods installiert für besseres Wetter. Ja, das sieht besser aus, das wirkt brutaler, möchte ich beinahe sagen. Irritierend, möchte ich sogar fast sagen, weil zwischendurch wird man fast blind von dem Wetter. Da hat man wirklich den Eindruck, man müsste wirklich in die nächste Höhle gehen und sagt sich, nope, wir können nicht weitergehen, der Sturm wird zu schwer. So ungefähr, das ist sehr cool. Auch wenn ich das jetzt gerade nicht zeigen kann, weil warum auch immer haben wir gerade ausnahmsweise einen blauen Himmel. Vorführeffekt. Aber wir gehen gleich ein bisschen nach Norden. Vielleicht kann man das dann besser zeigen. Hier ist das Wetter zumindest schon mal deutlich schlechter, wie ihr seht. Meine Fresse, das sieht wirklich gar nicht verkehrt aus. Ganz hinten kann man es vielleicht gerade so erkennen.
ganz klein bisschen so in der Mitte des Bildschirms. Ja, ein gewisser Schrein, möchte ich beinahe sagen. Aber nein, gehen wir kurz hier oben rein, weil auch hier hat sich einiges getan. Ist quasi sehr umgebaute Akademie von Winterfest. Mit endlich vernünftigen Wachen, die nicht instant tot umfallen. Und hier ist ein neuer Grundriss von der ganzen Geschichte. Ausgezeichnet. Ja, auch hier haben die NPCs endlich mal gescheite Sachen an. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Wenn du es sagst, dann wird es wahrscheinlich nicht stimmen. So, aber davon mal abgesehen, hier ist alles sehr umgebaut worden. Wir haben zwei neue Flügel bekommen, wo wir reingehen können. Als auch der Haupttrakt ist tatsächlich deutlich ausgebaut worden, mit sehr vielen Möglichkeiten links und rechts zu laufen. Und falls mich hier ein Drache angreifen sollte, wenn hier die Kollegen alles, aber wirklich alles sehr, sehr schnell erledigen möchte ich fast sagen, weil ich nämlich schon sehen durfte. Weil das sind nämlich sehr viele von den Kollegen hier verteilt und die ballern so einen Drachen schneller tot, als man gucken gehen kann. Im Normalfall würde mich sonst nämlich Drache instant umbringen. Aber ja, das wäre jetzt hier die Sache schon mal. Sehr nice, sehr nice. Sieht sehr cool aus. Automatische Türen, wie es der Spaß gehört. Und Unmöglichkeit, NPCs zu finden innerhalb der Festung. Ja. Weil sollte man auf die wahnsinnige Idee gekommen sein, dort einen NPC nicht mehr finden zu können, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, danach zu suchen. Man kann es quasi eine kleine Quest geben lassen, um den NPC wieder zu finden. Wenn man sein Schlafgemach gefunden hat. Da gibt es extra ein Schild dafür. Egal. Gehen wir mal kurz ein paar Meter weiter, weil wir wollen auch schlechtes Wetter sehen. Und, viel wichtiger, gerade zum Thema Licht uns nochmal was ansehen. Weil ich hatte nämlich damals ja gesagt, mein Gott, hoffentlich klappt das mit Thema Licht überhaupt hier. Weil ich habe nämlich zwei Mods installiert, die wahrlich, der eine Mod sagt einfach nur, es gibt kein, ich sag mal, Standardlicht mehr, was verteilt worden ist von den Devs damals, die das Spiel gemacht haben. Das heißt, man wollte so ein Hintergrundlicht, was überall existiert. Sondern wir haben nur noch Lichtquellen dort, wo wirklich Lichtquellen existieren. Heißt, da ist eine Kerze, da ist eine Fackel, da ist Licht. Und alles andere ist quasi dunkel. Und plötzlich läuft man nämlich durch ein unfassbar dunkles Gewölbe noch durch. Lass mal kurz zum Dungeon gehen, dann zeige ich mir noch den Rest. So, ich verlasse mal gerade Markas, weil hier ist es schön dunkel und hier sieht man vor allem auch da was. Hier seht ihr nämlich überall, ja, da ist Lichtquelle, da ist Feuer, ausgezeichnet. Und sonst überall außen rum, hell ist das alles nicht. Soll ich jetzt hier in die Pampa hinauslaufen, wenn wir auch schnell rausfinden, wie dunkel es wirklich werden kann. Und das ist noch relativ hell, was wir jetzt gerade sehen. Das ist noch relativ hell, weil wenn ich jetzt hier nach in eine Höhle gehen sollte, wird man wahrscheinlich nicht mal die Hand vor Augen sehen können. Da müsste ich dann wirklich umschalten wieder auf. Fackeln. Ja. Damit ich endlich wieder was sehen kann. Was natürlich nicht schlecht ist. Und natürlich, ja. Ich habe auch so eine Travel-Laterne reingeschmissen. Da brauche ich dann ständig eine Fackel ausgerüstet haben. Die ein bisschen weiter unten montiert ist, die Lichtquelle. Der einzige Nachteil dabei, davon abgesehen, dass er endlos brennt, ist, dass in manchen Räumen, sagen wir mal so, es flackert teilweise. Da habe ich schon festgestellt. Und die NPCs Fackeln erleuchten nicht alles so, wie ich das gerne hätte, als wenn ich jetzt eine Fackel auspacke. Wisst ihr, was ich meine? Das ist egal. Da muss man durch, muss ich sagen. Da muss man einfach mal durch und ja, lass mal kurz zum nächsten Höhleneingang laufen. Hoffen wir mal, dass wir noch... Okay, schlechtes Wetter haben wir jetzt auch nicht gerade unbedingt, aber gehen wir mal weiter. Wird schon klappen, wird schon klappen. Die nächste Höhle kommt bestimmt. Ich hab genug von euch. Und gerade rein zufällig, weil wir es gerade haben. Hier ist gerade so ein Kultist von Boethia aufgeschlagen, oder wie auch immer das in Deutsch ausgesprochen werden soll. Der ist Level 25. Der hat irgendwie über 500 Lebenspunkte. Und wenn ich Lydia dabei wäre, hätte ich womöglich echt zu knabbern an dem Jungen. Und falls jetzt einer wundert, wie zum Hänger weiß, dass die nächste Höhle ist, ich habe die Möglichkeit, das wieder einzuschalten oben. Wenn ich es unbedingt brauche. Aber normalerweise lasse ich es aus, weil das nervt nämlich, wenn man immer da oben den Bildschirm voll mit irgendwelchen Angaben hat, die man eigentlich nicht wissen dürfte im Normalfall. Oh, hier unten ist eben, oder? Bestimmt hinter dem Wasserfall. Oder wäre ich wieder nass? Oh, was ein Dreck. So, das wäre jetzt die Standardhöhle, möchte ich beinahe sagen. Wie ihr seht, das Schöne ist auch, von draußen dementsprechend, was für eine Tageszeit wir haben oder wie es draußen aussieht, haben wir auch tatsächlich den Himmel draußen. Dementsprechend haben wir auch Licht, der hier reinfallen würde. Das ist jetzt quasi, ja, Licht, was man in der Nacht halt hätte. Und das Gute ist, hier unten hat irgendjemand netterweise Feuer angelassen, weil sonst wird es nämlich, wie ihr seht, wenn wir ein paar Meter weiter reinlaufen, ziemlich dunkel. Unangenehm dunkel. Da ist scheinbar auch ein Baum, der irgendwie gewachsen ist, den man gerade so erkennen kann. Und wie ihr seht hier vorne, meine Fresse, hier sieht man gar nichts mehr. Es sei natürlich, ich tue jetzt eine Fackel auspacken. Dann wird wieder alles okay. Aber natürlich, so cool ist es für mich so zu spielen mit dem hey. Ich weiß genau, wo ich mich im Schatten verstecken kann, weil der ist offensichtlich vor mir.
Für Leute, die zugucken, könnte es ein bisschen irritierend werden, deswegen habe ich natürlich was vorbereitet. Und zwar zwei verschiedene Möglichkeiten, die ich nicht am Anfang des Spiels hatte, dummerweise. Aber ja, zum Beispiel, das eine wäre die Dunkelsicht noch nicht unbedingt. Gucken wir uns erstmal die... Und zweimal wäre das die Raubtiersicht. Man sieht jetzt nicht unbedingt Landschaften sonderlich viel besser, aber wenn hier Leute oder Hitzequellen sind... Oh Gott, das ist ja am Leuchten. Die werden deutlich hervorgehoben, wie ihr gerade sehen könnt. Also falls jetzt einer da oben sich irgendwo versteckt hätte... Moment, ist da einer? Nein. Also überall, wo Licht bzw. also restlich Verstärkung inklusive halt so ein bisschen wie Hitzesicht quasi haben wir. Predator-Sicht eben, können wir beinahe sagen. Wunderbar, wunderbar. Oder natürlich, wir wollen einfach nur was sehen. Da haben wir natürlich eine Alternative dazu. Ah, seht nur. Jetzt sieht man plötzlich alles. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist natürlich jetzt super hell alles. Aber zumindest können wir jetzt auch im dunkelsten Schatten noch was erkennen. Was wir vorher nicht wirklich konnten. Und natürlich können wir den ganzen Kram wieder ausschalten. Puh. Ja, deswegen, ich werde wahrscheinlich das nicht so oft benutzen. Es sei denn, ich verliere völlig die Übersicht hier gerade. Und ich weiß nicht, wo Gegner sind und die würden mich one-shotten. Ich glaube, dann mache ich das lieber wieder an, damit ich sehe, wo ich hinlaufe. Und hier oben kann ich gerade gar nichts tun, es sei denn, ich finde hier einen Typen, der eine Klaue liegen gelassen hat mit einem Brief dabei. Mensch, das ist nett von ihm. Auch hier, alles in Deutsch geschrieben. Ausgezeichnet. Gut, gut. Du bist der Kollege, den es erwischt hat. Okay, Stahlrüstung hier komplett an. Hey, mal gucken, gar nicht schlecht. Heilträger nicht mal mit. Den Rest kannst du behalten, das ist eh Crap. Gut, 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 gut. Boah, ist das dunkel hier. Das Gute ist auch, was, wenn wir Glück haben, funktioniert es mich hier auch, geht's gleich. Wir können noch Licht machen. Falls also irgendwo Kohlefarmen irgendwo sind, sofern da was drin ist, wieder aussieht, dann können wir die auch in Brand setzen, damit wir eben ein bisschen extra Licht kriegen. Und für die letzten beiden Punkte bin ich hier zurückgekommen zu einer Ecke, die einer oder andere Spiele bestimmt schon mal gesehen hat in Skyrim. Yep, nur nicht unbedingt vielleicht mit dieser doch sehr einladenden Lichtkulisse, möchte ich beinahe sagen. Das sieht schon mal schwer cool aus, vor allem weil von da hinten nämlich auch Licht reinscheint, wenn wir noch Tag haben. Gut, 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 gut. Nein, wir müssen uns mal ganz kurz angucken, und zwar zum Thema Verzauberung, weil auch da hat sich leider sehr viel getan, das sollte ich vielleicht ganz kurz ansprechen. Natürlich können wir wie immer an diesem Tisch hier Gegenstände, die magisch sind, entzaubern, halt, wenn man die Verzauberung noch nicht kennt. Dann hat sich nichts geändert. Das ist Jacke wie Hosen. Allerdings, wenn ihr mal kurz gucken geht, welche Gegenstände ich hier equip habt, sei es so eine Rüstung und so weiter, dass man die magisch machen konnte, geschenkt. Konnte man schon immer. Dass ich jetzt aber auch extra Gegenstände mir anfertigen lassen kann, die mir magische Effekte geben, das ist neu, zumindest mit dieser speziellen Rüstset eben wäre das neu. Dann kann ich eben aber auch noch solche sehr interessant aussehenden, wie heißen sie so schön, spezielle Ringe anziehen, die aber nicht als Ring zählen, so wie der hier. Das wäre hier vorhin deutlich ein Ringsymbol, läuft. Allerdings, das hier drunter ist ja so ein Schildsymbol, heißt man, davon kann ich theoretisch auch mehrere anziehen. Denn nicht endlos viele, aber zumindest trotzdem eine Handvoll. Und lass mal kurz gucken. Ja, man kann zwei davon anziehen, ausgezeichnet. Man kann die leider nicht am Charakter sehen, aber den Effekt von der Verzauberung kriegen wir auf jeden Fall. Und es gibt jede Menge neue Verzauberungen auch. Das heißt, wenn ich jetzt sage, oh, die anderen Verzauberungen waren jetzt nicht so toll, dann gehen wir mal los mit diesem interessanten Ringkonstrukt, möchte ich es mal gerade nennen. Such mal eine von hübbelweisen neuen Verzauberungen aus. Zum Beispiel, die meisten davon sind glücklicherweise in Deutsch, ein paar davon haben es irgendwie nicht ganz geschafft. Das war bestimmt eines der Fixer dafür, damit es richtig funktioniert. Aber ja, zum Beispiel, dass Power-Attacken weniger kosten. Oder Magie-Regeneration. Illusionsmagie ist billiger. Giftresistenz, Frostresistenz, ja, leider Frostresistenz bringt einem nichts gegen schlechte Wetter. Nehmen wir nochmal so einen Erfahrungsring, ja, aber was können, aber was können. Tun wir es mal gerade, wobei der ist gestohlen, der wird mir nach eh abgenommen, wenn ich gefangen genommen werde irgendwann mal, aber was soll's. Und natürlich wie immer, ja, schwarze Seelensteine draufschmeißen und schon können wir eben die Sache verzaubern, wie gehabt. Hat sich eigentlich ja nichts geändert. Seelensteine sehen alle jetzt ein bisschen bei mir anders aus, wie ihr seht. Das Schöne ist auch, wir sehen welche, die voll sind. Das sind welche, die leer sind. Das wäre einer, der voll ist. Sieht direkt viel besser aus. Vor allem aus der Distanz kann man direkt erkennen, welchen Seelenstein wir uns gerade vorher haben. Hier, ob das jetzt ein großer ist, ein größerer oder ein oder mächtiger oder so. Das ist direkt erkennbar. Vor allem der, alles, was Crap ist an Seelenstein, ist rot. Das ist schon mal gar nicht schlecht zu wissen. So, und das Letzte, was wir uns heute noch packen werden, ist Folgendes. Wir haben ein neues Perk-System. Yeah. Wie heißt das nochmal? Ordinator heißt es. Perk-System für Skyrim. Ausgezeichnet. Und im ersten Moment denkt ihr, oh, das ist doch alles das Gleiche. Das ist Zerstörungswiederherstellung und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Für Leute, die Verzauberung zum Beispiel bestimmt öfter in ihrem Leben getan haben. Wir können jetzt einen Punkt
hier vorne hinsetzen. Allerdings geht es direkt los mit den Sachen, die danach kommen. Zum Beispiel kann ich Stabkanalisierer. Mhm. Wenn ich einen Stab ausgerüstet hätte, würde die Waffenverzauberung 25% weniger Ladung verbrauchen und wir gewinnen Erfahrung für Verzauberung im Kampf. Ah, sag ich dazu. Das ist allein schon schweinegeil, finde ich persönlich, aber da geht es halt noch sehr, sehr, sehr anderweitig hier weiter gerade, bis wir halt so aufs maximale Punkt kommen. Wie Wunder, was ist wohl Wunder? Ich habe es noch nicht durchgelesen, deswegen muss ich selber erstmal gerade gucken. Interessant, wie war's? Ihr steckt euer Herz und eure Seele in den nächsten Gegenstand, den ihr an einen Arkan-Nexus verzaubert, also genau, verzaubert halt, und legt darauf bis zu 3 Verzauberungen, die 25% stärker sind. Versucht es so oft, wie ihr wollt, ihr werdet diese Leistung nie wiederholen können. Ja, wir können einen Gegenstand also total mega pimpen und danach ist das Ding durch, das können wir nie wieder machen. Ja, das wäre das Letzte, was man halt machen könnte. Davor gibt es jede Menge andere Spielereien. Oh, hier ist der Arcane Nexus. Aha. Ich nehme an, das ist eine Ausbaustufe. Ja, ist eine Ausbaustufe quasi für die Verzauberei und so weiter und so weiter. Ausgezeichnet. Das ist vor allem sehr knuffig. Und für Leute, die sagen, ah, wir müssen ja nach 10.000 Drachen erschlagen. Nein, wir müssen nur endlos Geld haben, damit wir hier sehr viele Talentpunkte haben können. Weil warum auch immer ist das nämlich eine Ausbaustufe von nicht schleichen, nicht Schlösser öffnen, sondern vom Taschendiebstahl, wenn ich mich nicht gerade vertan habe. Weil hier ist natürlich so, ja okay, wir klauen besser Sachen und wir können mehr tragen. Das Beste seit geschnitten Brot in meinen Augen gerade. Aber nein, gehen wir hier an den ganzen Sachen vorbei, weil das ist so, ne, wir klauen besser und wir können Leute Gift reinschmeißen, kennen wir von damals. Auf der Flucht, das ist schon wieder nicht so neu und ist schon wieder neuer und ja, aber ganz am Ende. Drachenhort, sollten wir 50.000 Goldstücke in meinem Inventar haben und schlafen gehen, können wir einen Talentpunkt kaufen. Endlich macht Gold im Spiel sammeln auf jeden Fall Sinn, vor allem wenn man bis ganz oben hingekommen ist. Das wird 100 Jahre dauern, aber es ist mal egal. Das sind all so Geschichten hier, die sehr, sehr trickreich sind. Und wie ihr seht, die ganzen Fähigkeiten kommen mit ganz neuen Regeln teilweise ins Spiel, wo ihr sagt dann, wow, das ist... Aber ja, das wäre es soweit gewesen. Das wären jetzt so die wichtigsten Mods, die ich installiert habe, die wahrscheinlich öfter mal im Spiel ihr sehen werdet, wo ihr sagt dann, warum zum Henker passiert da was gerade? Aber ja, das... war so ein kleiner Abriss davon, ein kleiner tatsächlich, weil sonst könnte ich wirklich tagelang darüber schwätzen, was für Mods sind und warum. Aber ja, wir spielen Breton, wir sind Nightblade, das heißt, ich habe eine Einschränkung von Waffen und Ausrüstung, die ich schleppen darf. Magie wollte ich mich am Anfang einschränken, ich sage deswegen am Anfang, weil auch ich muss danach, weil ich keine Bögen benutzen darf, musste ich ja irgendwie auch ein bisschen Zerstörungsmagie oder zumindest auf Stäbe gehen, die Zerstörungsmagie wiederum drin haben. Deswegen, daran wird es auf jeden Fall gehen, dass ich mit Stäbe schon mal rumschieße im Fernkampf. Und ansonsten fehlt mir nur noch eins. Wir sind Bretone, wir sind Magier, der versucht mit Magie das zu erreichen, was ein Schurke normalerweise hinkriegen will. Und uns fehlt nur noch ein Name für einen Breton. Wie zum Henker soll unser Kollege hier heißen? Yeah! Mal gucken, im Zweifelsfall muss ich es auswürfeln. Und ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt den größten Assassinen raushängen lassen, weil mit dem Bild, wie ich es hier vorhatte, tatsächlich schrecklich einfach wird. Wir können nämlich zum Beispiel auch Gegner zwischendurch einfach ganz locker sagen, hier, du bist gecharmt, du bist quasi nett zu mir und dann schleiche ich kurz hinter ihm und dann, ja, ist er sofort tot. Das ist vielleicht dann nicht ganz so das gelbe Ei und, ja, Mensch, das wird was vollkommen Neues werden, das hier, ohne Bogen zu spielen. Wow. Danke fürs Beispiel zuhören, das war MK3 und ja, soviel zum Thema erstmal wieder Mod-Talk. Meine Fresse, die nächsten werden definitiv nicht mehr so lang werden. Und ich sag nur eins, nämlich bis die Tage so erstmal und ciao.